Es ist Mrs. Biber. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Biber? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, du hast gekündigt. Ja, habe ich auch. Ich hol bloß noch meinen Kram ab. Ach so. Ist Fuller da? Nein. Zurzeit nicht. Dann kannst du ihm das hier geben? Ja. Aber vorher gib es ihm persönlich. Sobald er wieder da ist, ich muss weiter. Tut mir leid. Hier läuft irgendeine Schweinerei ab. Ob mir das hilft, Fuller eins auszuwischen? Aber ich darf Mrs. Biber nicht in Gefahr bringen. Sie macht den Eindruck, als könne sie nicht mehr viel ertragen. Wenn ich den Briefumschlag heimlich öffnen könnte, dann könnte ich mir seinen Inhalt ansehen und den Umschlag später in den Briefkasten werfen. Damit wäre Mrs. Biber aus dem Schneider. Aber wie kann ich den Umschlag öffnen und wieder verschließen, ohne dass Fuller etwas merkt? Wasserdampf. So. So geht das nicht so schnell eigentlich. Jedes Mal gehe ich da raus. Durch das Haus von der Mutter. Aua. Den Herd müssen wir auch einschütten. Der Wasserdampf könnte den Kleber. Versuchen wir es. Es dampft. So einen schnellen Wasserkocher hätte ich auch gern. Der Wasserdampf löst den Kleber. Geschafft. Das Papier ist nicht eingerissen. Und der Kleber backt immer noch. Ich kann den Brief also wieder verschließen. Aber erstmal will ich sehen, was drin ist. Holla. Das müssen 1.500 Dollar sein. Ich vermute, hier läuft irgendeine Erpressung ab. Mrs. Biber hasst Fuller und sie wollte nicht, dass ihr Mann heute Morgen bemerkt, dass ich ihr einen Brief von Fuller gebe. Er scheint von der Sache nichts zu wissen. Aber worum geht es? Sex? Doch nicht mit Fuller. Irgendetwas mit dem Diner? Oder aus Bibers Vergangenheit? Es würde mir schon gefallen, Fuller wegen Erpressung in den Knast zu bringen. Aber erst einmal muss ich herausbekommen, womit er Mrs. Biber erpresst. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Ich werfe den Brief in Fullers Briefkasten und bereite mich lieber auf mein Date mit Angelina vor. Du bist kein Scheißmann. Sag jetzt nicht, es fehlt noch irgendwas. Okay. Einige Gäste scheint das Hotel zu haben. Aber normalerweise müsste bei solchem Wetter mehr los sein. Vielleicht haben die anderen den Wetterbericht gelesen. Ein Sturm zieht auf. Und wer will schon bei Regen in einem Hotel am Atlantik festsitzen? Beide Wagen kommen aus Maine. Vielleicht sind es also noch nicht einmal Gäste. Oder es sind Leihwagen. Viele sagen, die alten Küstenstädte in Neuengland würden wie skandinavische Orte aussehen. Ich glaube aber kaum, dass sie dort so große Häuser bauen. Ich schätze, das Haus ist von Anfang an als Hotel gebaut worden. Für ein reines Wohnhaus ist es zu groß. Vermutlich bewohnen die Besitzer einen Teil der Räume. Der Großteil wird vermietet. Hm.
Der Raum dahinter scheint ein Büro zu sein. Schreibtisch, Akten. Ich steige doch nicht bei anderen Leuten ins Haus ein. Zumindest nicht ohne guten Grund. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Vom Atlantik her kommt häufig stürmisches Wetter mit kräftigen Böen. Wenn der Hotelbesitzer da nicht schnell ist, kann er seine Flaggen in Kanada suchen. Es sind nicht unbedingt die Strände von Florida oder Kalifornien. Das Wasser ist hier zu kalt, um lange zu baden. Ohne guten Grund möchte ich da nicht runterklettern. Er macht alles nur mit Grund, ne? Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man bestimmt hervorragend die Wale beobachten. Das erinnert mich an mein... Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man bestimmt hervorragend... Das erinnert mich an meinen Lieblingsfilm Whales of August. Der geniale Vincent Price in einer wirklich ungewöhnlichen Rolle. Na gut, wir gehen hinein. Hier hängen überall Bilder von Schiffen. Entweder interessiert sich der Hotelbesitzer wirklich dafür, oder er erwartet, dass seine Gäste sowas sehen wollen. Hier liegen einige Magazine, Reiseempfehlungen, Touristeninformationen. Nichts, was mich interessiert. Am Schlüsselbord ist Platz für 12 Schlüssel. Aber es hängen nur ein paar dort. Vermutlich gibt's hier nicht einmal 8 Zimmer. Okay, privat, da will ich rein. An der Tür hängt ein Schild. Privat. Der Besitzer und seine Familie wohnen in diesem Haus. Entweder sind dort ihre Wohnräume oder es ist ein Büro dahinter. Gehen wir halt einfach mal rein und tun so, sehen wir nichts. Junger Mann, die Räume sind privat. Oh, sorry. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Schild riesengroß. Grünzeug. Davon verstehe ich in etwa so viel wie von Autos. Das ist nicht so viel. Im Topf ist nichts, außer der Pflanze. Zwischen den Blättern ist auch nichts. Fehlanzeige. Ihm gehört das Hotel. In dieser Gegend gibt es viele kleine Hotels in Familienbesitz. Und jetzt sperren wir wieder. Da scheppert's aber... Ja, dann reden wir mal mit dem Portier. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Kennen Sie meine Mutter? Rebecca Michaels? Rebecca? Aber natürlich. Wir sitzen zusammen im Tourismusverband. Sie sind Ihr Sohn? Wie geht es ihr? Nicht gut, fürchte ich. Sie liegt im Krankenhaus. Sie ist gestürzt. Oh, mein lieber Junge. Das ist ja... Ich werde sofort meiner Frau Bescheid geben. Wir werden ihr eine Karte schicken. Wenn Sie meinen... Was machen Sie eigentlich hier? Sollten Sie nicht bei Ihrer Mutter sein? Ich gehe nachher nochmal vorbei. Richten Sie ihr viele Grüße aus. Ja, klar. Gehört Ihnen das Hotel? Allerdings. Mein Großvater hat das Hotel gebaut. Seit gut 15 Jahren leite ich es. Sie wohnen mit Ihrer Familie hier? So ist es. Die Besucher schätzen die ruhige und familiäre Atmosphäre hier. Es ist eben doch etwas ganz anderes, in einem kleinen Familienhotel zu wohnen. Diese schrecklichen Bettenburgen in den großen Ferienorten sind doch nicht zu ertragen. Und irgendwann übernehmen Ihre Kinder den Laden? Das hoffe ich. Meine Tochter macht eine Hotelier-Ausbildung in der Schweiz. Ich kann nur hoffen, dass ihr unser Haus da nicht zu provinziell und klein ist. Mein Sohn hat wohl eher andere Interessen. Was tut er? Nun, er ist Musiker. Tatsächlich? Ja. Er glaubt wohl, man könne damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Einige leben sehr gut davon. Was spielt er? Er spielt so einen elektronischen Bass in einer Band. Punkrock nennt sich das wohl. Und da machen Sie sich Sorgen?
Ich habe gehört, hier finden hin und wieder Pokerrunden statt. Könnte ich da noch einsteigen? Also hören Sie mal, wir sind ein seriöses Hotel. Illegales Glücksspiel wird bei uns nicht unterstützt. Ich würde gern nochmal aufs Pokern zurückkommen. Ich wäre interessiert an einem Blindenstock als Einsatz. Na schön. Manchmal spielen wir hier in einer kleinen Runde Poker. Aber nichts Öffentliches, ganz privat. Und nie mit großen Einsätzen. Finden Sie etwa, dass ein Blindenstock für einen Blinden kein großer Einsatz ist? Er wollte es ja so. Wissen Sie, ich denke, ich werde Sie bei der Polizei anzeigen. Ich meine, das geht doch nicht. Sie können einem Blinden doch nicht den Stock abnehmen. Rufen Sie doch die Polizei. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe den Stock ehrlich gewonnen. Da können Sie alle Beteiligten fragen. Wenn Sie das sagen. Wie war das nochmal mit dem ehrlichen Gewinn bei dem illegalen Glücksspiel in Ihrem renommierten Hotel? Was halten Sie davon, wenn ich der guten Rosie davon erzähle? Was werden wohl die Leute davon halten? Einem Blinden seinen Stock zu stehlen! Was für ein hinterhältiger, schmieriger Kerl Sie sind! Nein, bitte, tun Sie das nicht! Es tut mir leid. Ich wollte den Stock doch gar nicht. Eddie hatte nur kein Geld mehr dabei und hat ihn als Pfand gesetzt. Für wie viel hat er ihn denn gesetzt? Ach, das ist nicht der Rede wert. Was sind schon 100 Dollar? Sehen Sie ihn heute noch? Dann könnte ich Ihnen den Stock mitgeben. Richten Sie ihm schöne Grüße aus. Er solle ihn einfach als Geschenk eines guten alten Freundes betrachten. Na, da haben wir den Scherzstock gekriegt. Na schön. Ich nehme ihn mit und werde es Eddie ausrichten. Und grüßen Sie auch Ihre Mutter, wenn sie aufwacht. Ja, ja. Ich möchte gerade nicht mit ihm reden. Wir haben nie erwähnt, dass im Koma liegt. Ich sollte am Bett meiner Mutter hocken oder meine Faust in Fullers fettem Gesicht versenken. Stattdessen stehe ich hier und habe Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, mich hat's echt erwischt. Also los. Herein. Hallo, Angelina. Komm ich gerade unpassend? Nein, nein. Komm rein. Ich hab die Bilder dabei. Hier. Oh, schön. Ehrlich gesagt, sind die alles andere als schön. Falsche Beleuchtung, haarsträubende Komposition. Fuller hat wirklich keine Ahnung, was er da tut. Das habe ich mir schon gedacht. Sie wären sicher besser geworden, wenn du sie gemacht hättest. Wie würdest du mich fotografieren? Also... Nackt. Dein Gesicht müsste... Also... Mach's einfach. Hm? Sag nicht, du als angehender Starfotograf hast keine Kamera dabei. Doch, natürlich. Also los, ich brauche noch ein Geschenk für meine Eltern zum Hochzeitstag. Sehr schön. Das Licht ist perfekt. Lebst du schon lange hier? Ich lebe gar nicht hier. Ich studiere in Boston. Meine Mom hat hier seit einigen Monaten ein Haus. Was treibt dich hierher? Schau mal darüber. Ja, so. Bist du Schauspielerin oder sowas ähnliches? Du hast es erkannt. Ich bin eine bekannte englische Bühnenschauspielerin auf dem Weg nach Hollywood. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich studiere Literatur und Geschichte in England. Ich beschäftige mich mit englischen Auswanderern in Amerika. Ihre Sehnsüchte, ihre Träume, ihre Realität. Wow, das ist interessant. Wenn du meinst. Mal schauen. Ich wollte mich treiben lassen. Lebensläufe sammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Arbeit aufbauen soll. Meine Mutter kommt auch aus England. Sie ist vor über 20 Jahren hergekommen. Tatsächlich? Meinst du, ich könnte mich mal mit ihr unterhalten? Das wird momentan nicht gehen. Das ist ein sehr schönes Armband. Ja, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter bekommen. Sie war immer für mich da. Leider ist sie letztes Jahr gestorben. Oh, das tut mir leid. Danke, aber das muss es nicht. Sie war am Ende sehr krank, weißt du? Für sie war es eine Erlösung. Kurz bevor sie starb, hat sie mir dieses Armband geschenkt. Sicher findest du es albern, aber ich habe so immer das Gefühl, dass sie in meiner Nähe ist und auf mich aufpasst. Vielleicht können wir noch ein paar besondere Bilder machen. Für deine Mappe. Außerdem wollte ich schon immer mal ein paar Modelfotos von mir haben. Oh, klar.
Also, ich weiß nicht, was hast du dir denn vorgestellt? Ich dachte vielleicht so? Oder so? Oder so? Ja. Jetzt ist der Film leer. Das war's. Der Film ist voll. Schade. Ich bin gerade erst warm geworden. Was hältst du von einem Essen? Eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber... Heute Abend im Diner. Ich lade dich ein, als Bezahlung für die Fotos. In Ordnung? Ja, klar. Das klingt gut. Also dann bis heute Abend. Du kannst die Fotos doch bis dann entwickeln. Ja, logisch. Ich freue mich auf dich. Meine Güte, das war ja was. Ja, Miss Angelina Morgan hat ein Zimmer hier. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen oder möchten Sie hinaufgehen? Wie lange hat sie das Zimmer gemietet? Verflucht, keine Bilder mehr auf dem Film. Verzeihen Sie, Sir, das müssten Sie Miss Morgan schon selber fragen. Ich kann nicht... Schon gut. Braune, zurückgekämmte Haare, lange, gerade Nase, eng beieinanderliegende Augen. Welches Zimmer hat sie denn? Ich werde Sie anmelden, Mr... Das wird nicht nötig sein. Ich komme später noch einmal wieder. Schmale Lippen... Fahle Haut, scharf geschnittenes Gesicht, spitzes Kinn. Aber sagen Sie ihr bitte nicht, dass ich hier war. Es soll eine Überraschung werden. Ich... Hallo, was ist denn, Sir? Und weg ist er. Was will der Typ? Na, hoffentlich muss ich nicht sein Phantombild machen. Auf dem Film in der Kamera sind die Bilder von Angelina. Ich bin mir sicher, dass sie gut... Ja, frag mal ihn nochmal. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Dieser Typ, der Sie nach Miss Morgan ausgefragt hat, haben Sie den schon mal gesehen? Tut mir leid, nein. Er kam rein und stellte mir einige Fragen, dann ist er verschwunden. Seltsamer Kerl. Kennen Sie ihn? Nein, aber ich denke, er sollte nicht zu Miss Morgan gelassen werden. Natürlich nicht. Ich rufe oben an und erst, wenn die junge Dame zustimmt, lasse ich ihn hoch. Und er kann sich hier nicht vorbeischleichen? Naja, ausgeschlossen ist das nicht. Aber die Türen lassen sich von außen nur mit Schlüssel öffnen. Seit wann wohnt Miss Morgan hier? Sie scheinen befreundet zu sein. Fragen Sie sie doch selber. Wir sind ein sehr diskretes Hotel. Ist das die Stelle, an der ich einen 20er auf Ihren Tresen legen soll? Wie bitte? Ach, nichts. Vielleicht sehen wir noch. Also schön. Ich muss vor meinem Date noch die Fotos entwickeln. Aber in Fullers Dunkelkammer komme ich nicht mehr. Dann muss ich wohl mit Haushaltsmitteln zurechtkommen. Moms Badezimmer wäre als Ersatzdunkelkammer sicherlich zu gebrauchen. Ich habe noch den Rest des Fotopapiers. Und Entwickler habe ich auch. Ich brauche Rotlicht, zwei flache Schalen, etwas Säure als Fixierer und irgendwas zum Belichten. Ja, ein Projektor zum Beispiel. Ich schreibe alles auf, damit ich nichts vergesse. Und ich muss unbedingt noch Mrs. Bibers Brief bei Fuller einwerfen. Hoffentlich haben die beiden noch nicht miteinander gesprochen. Was für ein Tag. Ich werfe mal den Brief an.
ist der Brief. Oder? Hammer. Hoffentlich hat er nicht viel Freude daran. Fuller ist zurück vom Fotoshooting. Ich werde da nicht reingehen. Es könnte Tote geben. Interessant, ich schau mal, vielleicht gibt da was. Das ist das Fenster von Fullers Büro. Er ist nicht drin. Ach Gott. Ich kann doch hier keine Fotos entwickeln. Warum sollte ich dann den Entwickler in die Schale tun? Ich hab da eine Idee. Ich muss mal nur zuerst einmal. Das Badezimmer anschauen. Das Badezimmer wird eine gute Dunkelkammer abgeben. Es hat keine Fenster, es ist gefliest. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch alle Zubehörteile. Ich brauche 2 Schalen, einen Fixierersatz und ein Belichtungsgerät. Und damit ich was sehe, natürlich eine Rotlichtlampe. An der Lichterkette von deiner habe ich welche gesehen. Ich denke nicht, dass ich in der Kommode noch... Bringen wir mal den Alten seine Krücke zurück. Nachdem wir uns die Rotlichterkette geholt haben. Damit kann ich für Rotlicht sorgen. Diese Lichterkette wird heute Abend dunkel bleiben. Das ist aber komisch. Eins ist draußen, alle gehen immer, das ist über die Christbaumkugeln. Christbaumkugeln. Und Christbaumleuchter-Scheißdreck. Ich weiß nicht, wie es heißt. Lichterkette. Dann müssen wir zum Shop. Der kriegt seine Krücke wieder. Dafür wollen wir den Tierprojektor. Hier, Ihr Blindenstock. Danke, bist ja doch schlauer, als du dich anhörst. Stell ihn am besten neben die Tür. Wenn ich dir helfen kann, musst du nur sagen. Ja. Wegen des Tierprojektors. Ist nicht zu verkaufen. Ich will ihn auch nicht kaufen. Ich brauche ihn nur kurz. Ich möchte ihn mir ausleihen. Ich habe Ihnen schließlich mit der Münze geholfen und Ihren Blindenstock wieder beschafft. Das ist wahr. Okay. Nimm dir den Projektor. Aber bring ihn zurück, heute noch. Ja, heute noch und unbeschädigt. Gut, gut. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schale. Die kriegen wir sicher im Diner.